Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Vielleicht habt ihr ja auch schon, ich glaube vor einem Jahr ging das ungefähr los, diesen Instagram-BH gesehen. Ich habe den damals bei Instagram gesehen und dachte mir, Alter, ist das eine geile Scheiße. Kurz zur Erklärung, falls ihr es nicht kennt, es geht um Klebe-BHs, also die haben keine Träger, weder hier noch hier. Die werden einfach auf die Boobies draufgeklebt und das soll halten. Ich bin ja allgemein schon ein großer Silikon-BH-Fan. Ich habe schon vor Jahren damit angefangen, mir diese selbstklebenden Schalen aus Silikon zu kaufen, weil die super praktisch sind. Angefangen von rückenfreien Kleidern oder trägerlose Oberteile, überall eben da, wo man diese BH-Sachen nicht sehen will oder einfach nur der Bequemlichkeit wegen. Ja, wenn es hier stört oder hier stört, wenn man zum Beispiel gerade Sonnenbrand hat, so wie ich, dann ist das ein bisschen lästig. Dann ist sowas ganz gut. Also ich habe mir vor Jahren, wie gesagt, schon mal so welche gekauft. Das sind so welche hier zum Beispiel. Der ist jetzt schon ein bisschen älter und nicht mehr ganz so dolle. Also der ist schon ein bisschen verfärbt hier. Finde ich ganz praktisch, vor allem, weil man die hier auch auseinander machen kann, wenn ich mal wüsste, wie das geht da. So. Okay. Die klebt man sich dann einfach auf die Boobies und keine Angst, die gehen auch wieder ab. Das tut auch nicht weh. Da ist halt, ich weiß gar nicht mal, was das so ist. Also die sind komplett aus Silikon. Von außen kleben die nicht und von innen kleben die schon recht stark und die halten auch an der Haut dann wirklich fest. Und ich denke, da gibt es sowieso verschiedene Marken. Manche sind vielleicht nicht so gut, manche kleben nicht so gut. Die hier kleben super. Ich habe mir die damals, ich glaube, über eBay gekauft. Die haben 5 Euro das Stück gekostet oder so. Ich weiß es nicht mehr. Schon 5 Jahre her, mindestens. Locker. Was ich an denen aber immer so blöd fand, ist halt, also wenn man jetzt nicht so viel Boobymasse hat, ja, dann möchte man eventuell doch so ein bisschen Push-Up-Effekt haben. Wobei das heute ja so ein Thema ist. Wir sind ja momentan alle auf dem Trip. Wir tragen keine BHs, obwohl sie doch BHs tragen wollten. Nicht mit diesen herkömmlichen BHs, aber sagen dann, sie hätten keine BHs mehr getragen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ist sowas vielleicht auch eine Option. Auch einfach der Bequemlichkeit wegen. Das ist ja eben, was ich meinte. Was ich an denen halt immer schon bemängelt habe, damals schon, ist halt eben, du klebst die drauf, aber, na gut, du hast dann halt keinen Nippelalarm mehr zum Beispiel. Aber das wird halt nicht in Form gepresst, wenn man das dann überhaupt haben möchte. Möchte ja nicht jeder. Aber das ist eben das Gute an diesen Instagram-BHs, das kannst du halt steuern. Dadurch, dass die, das sind die übrigens, nämlich diese Schnürungsvariante hier haben. Ich knister ein bisschen, weil da ist Folie drauf, denn sonst würde das völlig kleben. Müsst ihr jetzt ein bisschen aushalten, knister, knister. Das heißt, man macht diese Schnürung hier auseinander. So. Klebt sich das dann auf die Boobies drauf. Und dann zieht man das Ganze zusammen und dadurch wird das so schön in Form gedrückt. Und das funktioniert wirklich. Ich kann euch hier gerne mal Bilder einblenden. Ihr habt jetzt nicht super viel, was man hochdrücken kann. Deswegen ist der Effekt jetzt nicht so hoho-mäßig. Aber bei diesem Instagram-Model, was halt eben mal solche Dinger hat, die halt auch ein bisschen so nach außen stehen, da sieht man halt schön, wie das dann alles so nach innen gedrückt wird. Und das sieht schon echt nice aus. Und man hat halt, wie gesagt, keine störenden Träger. Wenn man ein Kleid hat, was rückenfrei ist komplett, dann hat man einfach schöne Boobies und man sieht keine Träger. Ist schon geil. Ich fand diese Silikon-BHs ja, wie gesagt, immer schon cool. Und dieses kleine Manko, was ich immer hatte, dass es eben nicht richtig formt, wurde dadurch ja auch gelöst. Also das ist eigentlich der perfekte Sommer-BH für mich und deswegen musste ich den unbedingt haben. Ich habe mir zwei verschiedene Größen bestellt, da das halt immer so eine Sache ist. Ich habe auch festgestellt, bei diesen einfachen Silikon-BHs hier, da ist die Größe immer so relativ. Also es ist eigentlich mehr so Uni. Also das hier zum Beispiel passt B und C. Da gibt es keine genauen Größen. Das ist mit den Größen halt immer so eine Sache bei diesen BHs. Ich habe mir deswegen mal verschiedene Größen gekauft. Da diese Schalen ja auch komplett anders aussehen als diese hier, nämlich sehr groß sind, habe ich mir gedacht, ich nehme mal eine kleinere Größe, weil ich denke, dass es dann trotzdem passen würde. Das ist jetzt B und wie man sieht, das geht halt teilweise bis hier hinten hin. Und das finde ich ist schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unbequem, aber so ein bisschen weniger Fläche wäre für mich besser. Deswegen habe ich mir den nochmal in A gekauft. Wobei ich sagen muss, ich habe kein A. Und der ist von der Größe her dann doch auch nicht viel anders. Auch wenn ich die mal so übereinander halte hier. Schaut euch das mal an. Das ist, ich würde sagen, nicht wirklich, es ist eigentlich gar kein Unterschied. War jetzt auch nur so ein erster Durchlauf. Also ich habe mir jetzt erstmal die Varianten bestellt. Ich habe die beim selben Händler bestellt. Was mir hier schon auffällt, ist, dass sie von innen ganz anders aussehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht wegen dem Licht. Aber hier ist die Oberfläche komplett glatt. Und hier ist der Kleber so genoppt,
so ein bisschen. Und die Farben, ja doch, die Farben sind gleich. Aber zum Beispiel diese Kordel in der Mitte ist ein bisschen dunkler bei dem einen. Nee, der Stoff ist nicht ganz gleich. Der eine ist so ein bisschen matter und der andere ist ein bisschen perliger. Also im selben Anbieter gekauft und trotzdem scheinen es unterschiedliche Varianten zu sein. Die unterscheiden sich zwar nur leicht, aber hier habe ich nämlich auch schon das Problem, dass bei dieser genockten Variante, die ich in A gekauft habe, die habe ich anprobiert und hier gerade am Rand hält das nicht. Das klebt nicht. Das löst sich ohne dass ich habe die nur draufgeklebt, habe es nicht mal zusammengezogen und trotzdem löst sich das direkt von der Brust ab. Also das ist schon mal so ein Ding, damit kann man gar nichts anfangen. Die hier hingegen, die ich in B gekauft habe, mit dieser glatten inneren Oberfläche, die kleben Bombe. Und die habe ich auch schon den ganzen Tag getragen. Da rutscht nichts, da verliert man nichts, braucht man keine Angst zu haben. Die sind klasse. Ist halt jetzt problematisch, ne? Wenn man jetzt bei dem Anbieter bestellt, weiß man nicht, ob man jetzt die Variante oder die Variante bekommt. Ist ein bisschen heikel. Aber zu diesem hier kann ich nur sagen, also die kleben wirklich fest, die halten wirklich fest, man hat ein super tolles Dekolleté und selbst wenn man diesen Push-Up-Effekt nicht mag, kann man diese Schnürung in der Mitte einfach ein bisschen lockern und dann hat man wieder diese natürliche Boobie-Form, die sind aber trotzdem dann ein bisschen geschützt und man hat halt eben nicht diesen Nippel-Effekt, wenn einen das stört. Ich finde das ja persönlich überhaupt nicht schlimm, aber wenn einen das stört, diese Klebeseiten, falls ihr sowas noch nie hattet, kann ich euch kurz erklären, also das klebt halt echt extrem fest. Wenn ihr die anwendet, also bevor ihr die auf eure Brüste klebt, würde ich euch raten, euch hier in diesem Bereich nochmal gründlich zu waschen, damit kein Fett auf der Haut ist. Denn auch das kann den Klebeeffekt etwas verschlechtern und dass hier halt auch keine Fussel oder so sind. Weil die Fussel, dadurch, dass es ja extrem klebt, haften hier halt extrem drauf. Und wenn das irgendwann mal völlig zugefusselt ist, dann kleben die natürlich auch nicht mehr. Das ist auch der Grund, weshalb man die, ja, je nachdem wie oft man die trägt und wie sauber man damit umgeht, halt nur ein paar Monate, vielleicht ein Jahr tragen kann. Wenn ich die getragen habe, dann sind die auch meistens ein bisschen schwitzig, ist ja auch Silikon, kommt nicht so viel Luft dran. Halte ich die hier auch einmal unter Wasser, spüle die so ein bisschen ab, lasse die trocknen und dann mache ich diese Folie wieder drauf, damit da eben keine Fussel drauf kommen. Aber generell finde ich, ist es echt eine super Sache. Habt ihr schon mal Erfahrung mit solchen Sachen gemacht? Habt ihr euch diesen Instagram BH eventuell auch bestellt? Ich weiß nicht, ob das Video jetzt so interessant war, aber da es ja jetzt wieder so Richtung Sommer geht, momentan, die letzten Tage war auch mega warm, sind solche Sachen ja eigentlich wieder gerade extrem wichtig, finde ich, eben wenn man rückenfrei oder so tragen möchte. Das ist im Sommer immer ganz gut. Oder auch einfach mal unter dem Bikini so ein bisschen schummeln, wisst ihr? Kann man auch machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Könnt auch gerne mal eure Erfahrungen mit diesen Teilen in die Kommentare schreiben. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Bis dann, macht's gut, tschüss.